Wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dann gewinne ich halt auch nicht. Und das passiert nicht von alleine. Man muss dafür hart kämpfen. Du spielst, wie du trainierst. Und dann habe ich gefühlt verstanden, wie gewinnen geht. Ich kriege halt Gänsehaut. Ja, wenn das jetzt irgendwie das Ergebnis von dem Erfolg ist, den ich hatte, dann möchte ich den nicht. Wenn die erfolgreichsten Athleten die sind, die am meisten trainieren, dann wäre es zu einfach. Heute Pech gehabt ist eine schwierige Ausrede. Ist einfacher oft zu sagen, ja, du bist halt zu schwer zum Skispringen. Ich muss jetzt hier was machen, so brauche ich nicht nach Peking fliegen. But first coffee, so ein Scheiß, ey, da wirklich, da drehe ich völlig am Rad. Oder born ready, so, nein, Alter, keiner ist born ready, Mann. Brutale Maschinen. Ich glaube, das hat sich dann schon die letzten Jahre ausgezahlt. Ich habe nie mit einem Trainer wirklich groß trainiert. Der Mensch auf dem Platz und der Mensch neben dem Platz, zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Dann würde ich noch versuchen, so ein kleines bisschen Größenwahnsinn rauszukitzeln. Wenn es mir weh tut, wahrscheinlich tut es den anderen auch weh. Wenn du denkst, dass du etwas bist, hast du aufgehört, etwas zu werden. Da hätte man niemals drüber nachgedacht, dass ich irgendwann Kapitän der Hockey-Nationalmannschaft werde, sondern vielmehr, okay, wann fliegt der Grammusch hier endlich raus? Voll krank, wenn man nur noch gewinnen will, weil das funktioniert einfach nicht. Es gibt so viele, die das wollen. Ganz, ganz dicke Titel, aber das gab es, glaube ich, vorher nie. Ja, dieses letzte Arme hochreißen, weil einfach der Rest vom Körper einfach fertig ist und man eigentlich nicht mehr stehen kann, weil man alles gegeben hat.